Liebe Freunde und Kollegen, liebe Besucher meines Kanals. Heute möchte ich euch Beobachtungen und Gedanken mitteilen zum Thema frühe Trennungserfahrungen und Bindungsverhalten. Wenn ein Kind früh von einer Bezugsperson getrennt wird, kann sich das hemmend auf das Bindungsverhalten auswirken und spätere Beziehungen erschweren. Kürzlich kam ein Klient zu mir mit diesem Thema. Hier beschreibe ich die Beobachtungen und die Überlegungen dazu. Erstens die Aufstellung. Martin, der Name ist geändert, hatte schon mehrere Aufstellungen wegen Beziehungsproblemen. Zuletzt ging es um ein frühes Trennungstrauma. Mit 2 Jahren musste er für 2 Wochen in die Klinik wegen einer Operation. Die Eltern durften ihn besuchen. Nachdem er dieses Trennungstrauma durch Aufstellung geklärt hatte, konnte er zum ersten Mal vertrauensvoll mit seinen Eltern darüber sprechen. Sie erzählten ihm dabei, dass er mit 5 Jahren ein weiteres Mal in der Klinik war, diesmal wegen Hirnhautentzündung, daher streng isoliert für 3 Wochen. Und als die Eltern ihn endlich aus der Klinik abholten, wollte er gar nicht mitgehen und klammerte sich an die Krankenschwester. Martin selber hatte das völlig vergessen. Vielleicht musste er diesen Loyalitätskonflikt verdrängen, der die Beziehung zu den Eltern damals erschwert hat. Er selber war darüber sehr erschüttert. Er glaubte, er habe ein Stockholm-Syndrom gehabt. Das Stockholm-Syndrom versteht man, eine traumabedingte Verwirrung, eine Identifizierung von Geiselopfern mit dem Geiselnehmer. Er schien darüber sehr besorgt und wollte das durch eine Aufstellung klären. Meine Vermutung war schon gleich eine ganz andere. In seiner damaligen Verlassenheit hatte er vielleicht eine empathische Krankenschwester gefunden, die ihm die Zuwendung, den Hautkontakt und die Liebe gegeben hatte, die er so dringend brauchte als 5-Jähriger, sodass er sie als liebende und geliebte Person festgehalten und verinnerlicht hat. Zumal er ja bereits zuvor eine Trennung von den Eltern erlebt hatte und ihnen deshalb vielleicht nicht mehr so trauen konnte. Diese Vermutung wollten wir durch eine Aufstellung klären. Aufstellungsprozess. Durch Symbole stellt Martin dieses zweite Trennungstrauma auf. Das kindliche emotionale Selbst stand entfernt von ihm, verbunden mit dem Traum. Sein wahres Selbst stand noch weiter entfernt. Erst die Grenze zu dem damaligen Trauma brachte eine gewisse Erleichterung, um das damalige Trauma zu rekonstruieren. Stellte er die Krankenschwester neben den Traumawürfeln, auf der anderen Seite seine Mutter, dazu 2 Schicksalswürfel, Mutters eigene 2 Trennungstraumen symbolisiert. Er konstruierte seine damalige Überlebensstrategie. Er selber hatte sein kindlich-vitales Selbst unterdrückt, ja abgespalten. Das belastet war durch die beiden eigenen Trennungstraumen und durch Mutters doppeltes Trennungstrauma. Sein Fokus stand in der magisch-grandiosen Position auf dem ganzen Turm obendrauf. Ohne Verbindung zu den eigenen Gefühlen als Kompass musste er Antennen entwickeln, um die Bedürfnisse und Gefühle der anderen zu spüren und sich danach orientieren zu können. Ohne gesundes Selbstwertgefühl lernte er in seinem Beruf perfekt zu sein und dadurch Wertschätzung zu erzielen. Der Lösungsprozess erfolgte auf die bewährte Weise. Macht konnte sich nach der Entfernung der Trauma-Introjektion besser mit seinem wahren Selbst verbinden. Die vermutete Bindung an die Krankenschwester überprüfte Macht ihn, indem er deren Symbol an seine Brust nahm. Und er spürte, dass sein Körpergedächtnis diese liebevolle, lebenswichtige Verbindung von damals so gespeichert hatte, als würde sie auch heute noch zu ihm gehören, so als würde sie ihm heute noch sicher. Vielleicht hatte das bisher seinen Kontakt zu anderen unbewusst beeinträchtigt. Als er das erkannte, konnte er sich mit Dank und mit Respekt von ihr verabschieden und sie loslassen. Und für ihn war es stimmig, als sie ihr zum Abschied folgende Sätze in den Mund legte: Martin, ich habe dich sehr lieb und ich habe gerne für dich gesorgt, als deine Eltern nicht für dich da sein konnten. Aber jetzt sind sie wieder da, du darfst ihre Liebe nehmen und auch sie lieben. Das war für Martin sehr befreiend.
theoretische Überlegungen zu diesem Themenkomplex. Geliebte Person als Introjektion. Dieses Phänomen kennen wir, dass eine verlorene Bezugsperson als Introjekt festgehalten wird und dadurch den Platz des eigenen Selbst einnimmt und so die Selbstverbindung blockiert. Bisweilen handelt es sich da um eine liebe Oma oder um eine Tante, einen lieben Opa, welcher in einer wenig emotionalen Familie dem Kind vielleicht das Gefühl gab, liebenswert zu sein. Bei einer frühen Trennung von dieser geliebten Person konnte das Kind einen eigenen inneren Selbstwert unabhängig von dieser Bezugsperson noch gar nicht entwickeln. Daher verinnerlichte sie diese geliebte Person als Introjektion, sich ein ganzes Leben lang nach ihr zu orientieren, statt dem eigenen Selbst. Zwillingsverlust als vorgeburtliche Trennungserfahrung. Das ist ja ein sehr häufiges Thema, bei dem ich auch wichtige Beobachtungen machen konnte. Da gibt es dieses Phänomen der Loyalität im Nichtnehmen. Im Nichtnehmen. Schon früh habe ich beim frühen Zwillingsverlust dieses bizarre Phänomen beobachtet. Mancher überlebende Zwilling findet nur schwer seinen Platz in der Familie im Leben, so als gehörte er immer noch in eine andere Welt. Vielleicht konnte er daher auch Muttersliebe gar nicht nehmen, aus einer unbewussten Loyalität zu zwingen. Für eine Mutter ist das immer schmerzlich. Aber bisweilen spürte auch sie zu ihrem Kind eine gewisse Distanz, so als hätte auch sie den Verlust des abgegebenen Zwillings zwar gespürt, aber noch gar nicht bewusst war. Eine derartige Hypothese habe ich damals in Präsenzaufstellungen sofort überprüft. Mama, das ist auch dein Kind. Damals ließ ich den Klienten zunächst von seinem Zwilling verabschieden. Dann suchte er eine Stellvertreterin für seine Mutter und stellte ihr den verlorenen Zwilling vor. Mama, ich war nicht alleine. Das ist auch dein Kind und vielleicht konntest du es noch gar nicht begrüßen und verabschieden. Für die Mutter, also für die Stellvertreterin und für die ganze Gruppe war das oft sehr berührend und liebevoll, nahm diese Mutter ihr früh verlorenes Kind in den Arm. Nachdem der Zwilling auf diese Art und Weise Muttersliebe spüren konnte, nahm er seinerseits sein liebendes Geschwister, den Klienten, an die Hand und sagte zur Mutter, Mama, das ist dein lebendes Kind und man kann auch ein lebendes Kind machen. So konnte der Klient vielleicht zum ersten Mal Mutters ganze Liebe nehmen. Eine Mutter verabschiedet sich vom früh verstorbenen Zwilling des Kindes. Eine Klientin sucht mich auf, weil ihr 22-jähriger Sohn immer noch keine Freundin hat. Sie weiß, dass er, wie auch sie selber, früh einen Zwilling verlor. Aber er will selber keine Aufstellung mehr machen. Also lasse ich die Klientin sich von diesem Zwilling ihres Sohnes verabschieden. Sie selber spürt dabei eine tiefe Liebe, die ihr bisher gar nicht bewusst war. Und als danach der Stellvertreter des Zwillings ihren Sohn, wieder ein Stellvertreter, zu ihr führte, Mama, das ist dein lebendes Kind, dann konnte sie diesen Stellvertreter ihres Sohnes umarmen mit einer Liebe, die auch für sie neu war. Nach 2 Wochen kam von ihr die Nachricht, mein Sohn hat jetzt eine Freundin. Vaters Liebe nicht nehmen können aus Loyalität zum Stiefvater. Eine 50-jährige farbige Frau kommt vor 25 Jahren zum Seminar, um die Beziehung zu ihrem leiblichen Vater zu klären. Ihr leiblicher Vater war afroamerikanischer Besatzungssoldat. Er wollte seine Frau, die Mutter der Klientin, mit nach USA nehmen und sie heiraten. Die Mutter blieb jedoch in Deutschland der eigenen Mutter zuliebe. Sie heiratete später einen Deutschen, der sehr liebevoll zu seiner Stieftochter war. Nun stand die Klientin in der Ausstellung dem Repräsentanten ihres leiblichen Vaters gegenüber. Bei beiden war eine große Liebe und eine tiefe Sehnsucht zu spüren, aber etwas schien die Klientin zu blockieren. Da kam mir die Idee, sie einen Stellvertreter für den Stiefvater aussuchen zu lassen. Und dann ließ ich diesen Stellvertreter des Stiefvaters zu der Tochter sagen, du weißt, dass ich dich sehr lieb habe, aber das ist dein leiblicher Vater. Dein Leben kommt von ihm.
Natürlich darfst du auch seine Liebe nehmen. Bis heute habe ich diesen tiefen Schmerz und diese Liebe nicht vergessen, dass die Klientin endlich erlebte, dass ihr Vater sie in die Arme nahm und er ihr seine Liebe zeigen konnte und sie seine Liebe nehmen konnte. Zurück zum ursprünglichen Thema, mehrfache frühe Trennungserfahrung. Bei Macht ins Anliegen kamen mir alle diese frühen Beobachtungen wieder ins Gedächtnis. Und diese ermöglichten mir die Intervention. Könnte es nicht auch für andere Klienten mit mehrfachen frühen Trennungserfahrungen heilsam sein, durch eine Aufstellung zu überprüfen, ob sie eine früh verlorene Bezugsperson noch so gespeichert haben, dass dadurch nicht nur ihre Verbindung zum eigenen Selbst blockiert ist, sondern auch ihre Fähigkeit, sich auf eine neue Beziehung einzulassen? Danke euch für eure Aufmerksamkeit.